Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Klicker Heroes, werte Freunde des exorbitant ausufernden Semi-Nichtstuns. Wir haben ehrlich gesagt zwischen den Folgen gar nicht so exorbitant viel getan, sondern ich weiß nicht, wie viel Zeit ist vergangen? 10 Minuten oder so? Viertelstunde vielleicht. Falls ihr euch ein T-Rex-Kostüm kaufen wollt, guckt auf eBay, nicht auf Amazon, weil auf Amazon sind die super teuer. Das nur so ganz am Rande. Abgesehen davon, 12 Jahre später, ja, nicht ganz. Zum Beweis, wir sind noch immer bei 65 Tagen. 65 Tage, das sind, Gott, ich kann nicht mehr Kopf rechnen. Nee, das sind nicht 8 Wochen, das sind eher 9 Wochen. Das sind eher 9 Wochen und 2 Tage, um ehrlich zu sein. Apropos 2 Tage. Also okay, wenn das Ganze auf YouTube kommt, nicht mehr, aber ich sah vor 2 Tagen einen Film am Premierenabend, in der Tat, also am offiziellen Premierenabend, jetzt nicht irgendwie Fancy Deutschland Premiere oder sonst irgendwas, aber halt so Standard-Vorpremiere einen Tag bevor er halt ins Kino kommt. Und zwar habe ich schon Suicide Squad gesehen, das hat sich da irgendwie noch so ganz spontan ergeben. Da bin ich am Mittwochabend noch in die Spätvorstellung gestolpert. Und zwar... ja, ich wurde auch gebeten, ein bisschen Feedback zum Film zu geben. Das heißt, wenn ihr über den Film noch nichts weiter wissen wollt, dann, ja, wenn ihr es auf YouTube guckt, überspringt mal die nächsten 3 bis 5 Minuten irgendwie. Und wenn ihr jetzt im Stream gerade zugucken solltet, dann dreht im Zweifelsfall mal kurz leise oder schaltet kurz was anderes ein für die nächsten 5 Minuten, keine Ahnung. Ich werde es insgesamt schon spoilerfrei halten, so weit es geht, aber ja, also ich werde jetzt keine großen Story-Spoiler raushauen, keine Panik. Aber ja, so ein klein bisschen Feedback zum Film auf jeden Fall. Und zwar kann ich von vornherein sagen, dass Suicide Squad ja extrem gehypt wurde, oder beziehungsweise auch immer noch extrem gehypt wird. Und wenn ihr auf diesem Hype-Train drauf seid, steigt mal in der nächsten Station aus. Ist eigentlich ganz gut. Also schraubt eure Erwartungen nicht so hoch, wenn ihr in den Film geht. Das kann ich definitiv schon sagen. Der Film hat so seine Momente, der Film hat aber auch so seine Probleme und er ist insgesamt nicht schlecht, aber er ist halt auch kein Knüller. Also ich vergleiche das zumindest, was so das Skripttechnische angeht, irgendwie ganz gerne mit den Avengers. Das Problem ist eben, dass man sehr, sehr viele Charaktere hat, die prinzipiell alle Screentime brauchen. Man hat aber nicht genug Screentime für alle. Und ja, irgendwie ist das dann alles so mäßig. Also die Sache ist eben, sie wollen zu viel für einen Film und das funktioniert eben nicht. Und es ist halt nicht so ein ausgeglichenes, wir rücken das ganze Suicide Squad in den Vordergrund, sondern es ist schon zum Großteil mehr so ein Deadshot-Film. So ein halber zumindest. Und ja, ich weiß nicht. Storytechnisch geht da eigentlich total klar. Also ich werde jetzt nicht groß verraten, wer da der Bösewicht ist, was passiert, aber storytechnisch geht er prinzipiell total klar. Sie haben einen irgendwie uneleganten Sprung drin, wo sie eine Sache erst hinterher erklären, was da eigentlich gerade passiert ist. Das ist aber auch ganz okay. Ich finde es ganz cool gemacht, dass man für neue Leute, also ich habe ehrlich gesagt vom DC-Universum super wenig Ahnung. Ich fand es halt ganz gut, dass sie sich wirklich die ersten 20 Minuten wirklich Zeit genommen haben, die ganzen Charaktere vom Suicide Squad zu erklären und wo die herkommen und so ein bisschen, was die für einen Hintergrund haben, dass man sich da eben auch reinversetzen kann. Ich meine, irgendwie Harley Quinn kennt jeder, den Joker kennt auch irgendwie jeder, aber irgendwie bei Deadshot oder Killer Croc oder Enchantress oder so, da hört es dann eben auch schon auf. Da wissen dann, also war zumindest bei mir so der Punkt, da hatte ich wusste, die sind halt im Suicide Squad drin, klar, aber wusste eben nicht, was haben die so für Hintergrundgeschichte. Und ja, das war so eigentlich doch ganz, ganz gut gemacht von der Einführung her. Und dann, ja, danach ist es halt leider so ein 0815-Action-Ding. Also ich finde die Avengers-Filme eben auch nicht herausragend.
Das ist alles so. Ja. Es ist halt irgendwie nichts Besonderes. Es ist irgendwie nichts, was einen vom Hocker reißt. Und es ist halt nicht schlecht. Es ist irgendwie schon handwerklich natürlich auch vernünftig gemacht, keine Frage. Also die Leute wissen prinzipiell, was sie tun. Zumindest vom Technischen her. Und sieht auch ganz gut aus. Auch 3D ist in Ordnung. Aber es ist halt so. Oh, da wäre irgendwie mehr drin gewesen. Da hätte man irgendwie, ich weiß nicht. Er hat jetzt halt nicht so die geile Action, dass man sagt, okay, er ragt halt irgendwie mit seiner Action heraus. Er hat halt nicht die geilen Comedy-Elemente, dass man sagen würde, okay, er ist halt eher als Komödie angelegt. Es ist halt alles so ein bisschen halbherzig. Und ich weiß noch nicht. Also ich glaube, bei DC ist einfach nach wie vor das Problem, dass sie irgendwie, was Kinofilme angeht, Marvel zeitlich total hinterherhinken und Marvel einfach viel früher damit angefangen hat und sich eben Zeit genommen hat, die ganzen Charaktere einzeln vorzustellen, ihnen extra Filme zu geben. Und ich glaube, das hätte Suicide Squad prinzipiell auch sehr, sehr gut getan, wenn es vorher irgendwie einen Joker- und Harley-Quinn-Film gegeben hätte, wenn es einen Deadshot-Film gegeben hätte, wenn es, keine Ahnung, vielleicht einen Enchantress-Film gegeben hätte, wenn es einen, Captain Boomerang braucht jetzt nicht unbedingt einen eigenen Film, auch Killer Croc und, der heißt nicht Pyro, wie heißt er denn? Diablo. Die brauchen, ja, hätte man was zu machen können, müssen sie nicht unbedingt, also die sind da auch eher so Nebencharakter. Ich bin prinzipiell von den Charakteren an sich eben sehr überzeugt, aber das ist halt alles irgendwie so ein. Irgendwie alles mehr so Flickwerk, ich weiß nicht. Was ich auch extrem schade fand, Harley Quinn macht ja im Trailer schon so ein bisschen den Eindruck, oder in den Trailern eher gesagt, als hätte sie so ziemlich den Hut auf und als würde sie so im Film ziemlich ausrasten. Also ganz ehrlich, die ist halt da und sieht halt hübsch aus und hat halt hier und da mal einen netten Spruch und das ist auch irgendwie so alles, was sie macht. Und wo ich richtig enttäuscht von war, skripttechnisch wohlgemerkt, nicht schauspielerisch, skripttechnisch richtig enttäuscht vom Joker. Der Joker ist irgendwie, ich weiß nicht, der ist vom Drehbuch her, gibt der ganze Charakter irgendwie nicht viel her. Und von den 2 Stunden und 10 Minuten, die der Film geht, hat man, keine Ahnung, so 5 bis 10 Minuten den Joker. Also der taucht halt fast gar nicht auf und ist mir in der Zeit, die er da ist, auch irgendwie viel zu undefiniert. Der ist irgendwie so, ja, ist halt der Joker und. Aber irgendwie hat er halt. Also, der ist so. Er ist halt der Joker, aber er hat so null Charakteristik. Ich meine, man weiß halt eigentlich, wie der Joker so ist. Also, was der so für Eigenschaften hat, aber das kommt da irgendwie gar nicht rüber. Und damit vergleiche ich ihn jetzt gar nicht mit dem Joker, den Heath Ledger gespielt hat. Der ist eh mehr oder minder unschlagbar. Grundsätzlich könnte eben Jared Leto den Joker großartig spielen. Keine Frage, man kann Schauspielern. Definitiv. Aber das Drehbuch gibt es einfach nicht her. Und das fand ich richtig schade. Also das ist halt alles so. Ja, okay, dann liegt er da halt in einem Kreis von Waffen und lacht. Und dann passiert aber halt nichts weiter. Das ist so. Es ist alles so super inkonsequent, was den Joker angeht. Er reißt halt einfach keine krassen Aktionen, er reißt keine krassen Sprüche, er dreht halt nicht total durch. Er ist halt viel zu lahm. Er ist zu wenig da und zu lahm. Und das ist so. Ich weiß nicht. Das macht mich nicht glücklich. Das macht mich wirklich nicht glücklich. Ich hoffe einfach, dass der Joker und Harley Quinn noch einen eigenen Film kriegen. Da wäre ich sehr, sehr froh drüber. Dann mit einem vernünftigen. Dann idealerweise geschrieben und Regie geführt von Ben Affleck. Das fände ich, glaube ich, gut.
Oder dass die beiden einfach im Standalone Batman, also der neue Batman kriegt ja einen eigenen Film demnächst und dass die da einfach die Bösen sind, das fände ich ganz nice. Abgesehen davon fand ich die deutsche Synchro vom Joker auch irgendwie eher, ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube, also ich habe den Vergleich noch nicht zum Englischen. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal die OV angucken. Das muss sein, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie. Also Fazit, schraubt eure Erwartungen lieber ein bisschen runter, erwartet ein bisschen nettes Popcorn-Kino, nicht mehr, und seid am Ende lieber positiv überrascht, als dass ihr total gehypt da reingeht und am Ende enttäuscht seid. Also das ist das, was ich dazu sagen kann. Weil ich hatte mir ganz ehrlich mehr erhofft. Da wäre auch mehr drin gewesen, aber das war, ich weiß nicht. Abgesehen davon finde ich nach wie vor, dass der Joker einfach aussieht wie Farin Urlaub. Also wem das gerade kein Begriff ist, Farin Urlaub ist der Sänger von den Ärzten. Und wenn der sich die Haare grün färben würde, halt Grills vorne reinpacken und Tattoos aufmalen, ist er halt eins der Joker. Ohne Witz. So. Das ist auch so ein bisschen mein Problem. Wie viele Punkte hättest du gegeben? Ich glaube so 6 von 10. Ja, ich glaube schon. Weil er eben handwerklich wirklich gut ist. Also er sieht gut aus. Er ist vom Schnitt, von der Kamera, von CGI, ist ja alles vernünftig gemacht. Keine Frage. Und ansonsten, ja, für mehr reicht's eben nicht, weil die Story halt einfach zu flach ist. Plus 2 Punkte wegen Harley Quinn. Nee, definitiv nicht, weil Harley Quinn ist halt auch im Film, damit Titten im Film sind. Und das reicht leider einfach nicht. Auch der Charakter kann eigentlich mehr. Die sieht halt gut aus, kein Thema, aber das gibt halt keine 2 extra Punkte. Wenn du Titten sehen willst, kannst du dir halt auch ein Porno angucken, ganz ehrlich. So. Ne? Nee, das ist es halt einfach nicht. Also, ich tendiere auch eher zu... Also, ich würde auch eher 5,5 als 6,5 geben. Also, es ist eher so eine 6 von 10 mit Tendenz zu 5 von 10. So. Sagen wir es mal so. Gibt's Filme, auf die ich mich zurzeit freue? Ich habe mich eigentlich total auf Suicide Squad gefreut, aber lass mich mal kurz was nachgucken. Ich muss erst mal gucken. Ich habe gerade irgendwie... Es gibt garantiert was, aber ich muss mir erst mal ganz kurz einen Überblick verschaffen, was demnächst startet. Es ist so, wenn man Urlaub hat und normalerweise im Kino arbeitet und dann im Urlaub sich versucht, eher wenig mit Filmen und mit Arbeit zu beschäftigen, wie im Urlaub halt üblich, dann ist man da auch irgendwie ganz schnell raus. Achso, dann sollte ich vielleicht nicht im aktuellen Programm gucken, sondern eher unter was startet demnächst, das wäre total clever, beziehungsweise dann eher auf einer anderen Seite. Oh ja, ich freue mich total auf Die Unfassbaren 2. Da habe ich total Bock drauf, da fand ich den ersten sehr, sehr cool. Unfassbaren 2 startet nächsten Donnerstag. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Würde ich Pets oder Turtles 2 empfehlen? Da habe ich, ich glaube, vorletzte Folge schon ein bisschen was zugesagt. Pets kann man machen, ist jetzt kein herausragender Animationsfilm, aber kann man durchaus gucken. Macht Spaß, ist nicht der Superknüller, aber kann man machen. Turtles 2, kurz gesagt, wenn du an Turtles 1 Spaß hattest, wirst du an Turtles 2 definitiv auch Spaß haben. So. Ja, Unfassbaren 2, ansonsten Nerf könnte ganz cool werden, weiß ich noch nicht. Also der hat zumindest, das ist halt so, nachdem ich den Trailer gesehen habe, ist das halt so ein 50-50-Ding. Der kann halt richtig schlecht werden, der kann aber auch richtig gut werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich auf Findet Dory freue, da bin ich mir noch sehr, sehr unsicher. Das ist so... Prinzipiell, auch der könnte super werden, aber der hat so... Ah, ja, der,
der hat eben auch Potenzial, aber der muss eben erstmal beweisen, dass er halt nicht Findet Nemo nur mit Dory in der Hauptrolle ist und mit exakt den gleichen Witzen nochmal. Und den exakt gleichen, also ne, der muss schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal kriegen, dann würde das auch was werden. Zu Clicker Heroes, welchen Calculator empfiehlst du für die Guilds? Calculator, also ich kann den Link nochmal eben in den Chat posten, der ist aber, warte mal, das müsste prinzipiell auch unten in der Videobeschreibung immer verlinkt sein und ich poste eben nochmal einen Link in den Chat, hoffentlich, wenn der Chat das zulässt, tatsächlich, da ist er. Da siehst du einfach, je nachdem wie hoch du Sialatas gelevelt hast, demnach solltest du halt den entsprechenden Helden bilden. Ja. Also da braucht man, glaube ich, nicht wirklich einen Calculator. So, jetzt ich gucke eben nochmal ganz kurz die Filmstartsliste durch, was demnächst noch startet. Was ich auf jeden Fall noch sehen will, ist der in Deutschland überhaupt schon gestartet? Guckt euch mal einen Trailer zu Swiss Army Man an. Also wie Swiss Army Knife, also Schweizer Armeemesser, nur Schweizer Armeemann. Swiss Army Man mit Daniel Radcliffe unter anderem in der Hauptrolle. Unfassbar trashig, aber ich will diesen Film sehen. Ich habe im Trailer so gelacht. Er ist einfach so bescheuert, aber gleichzeitig ziemlich großartig, glaube ich. Nein, es kommt ein Blair Witch Remake. Warum denn? Niemand braucht das. A Sausage Party könnte noch ganz lustig werden. Da freue ich mich schon drauf. Sausage Party ist von Seth Rogen und ich weiß gar nicht, wem noch alles. Ein Animationsfilm, aber eben sehr auf Erwachsenenniveau. Also sehr, sehr viel mit extrem billigem sexistischem Kackscheiß-Humor und Fäkalwitzen ausgestattet. So ein Standard-Seth Rogen-Ding eben. Könnte unterhaltsam werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wieder Leute bei uns an der Kasse stehen und mit ihren 8-jährigen Kindern da rein wollen und wir dann sagen, also ich habe noch keine Ahnung, der Film hat noch keine Freigabe, aber ich schätze mal, der wird eine 16er-Freigabe kriegen. Und wenn dann so, nein, sie können da nicht rein. Der Film ist ab 16. Was? Aber das ist ein Animationsfilm mit knuffigen Würstchen. Ja, nein. Tut mir leid. Es war damals bei Ted schon fantastisch. Das war ziemlich großartig. Aber es geht um einen knuffigen Bären. Ja, Sie wissen schon, dass der Bär den halben Tag flucht und kifft. Möchten Sie da wirklich mit Ihrem 6-jährigen Kind rein? Also, abgesehen davon, selbst wenn Sie es möchten, darf ich Sie nicht reinlassen. Aber ich würde Ihnen empfehlen, gucken Sie mal einen Trailer. Das finde ich eh immer faszinierend, dass Eltern mit ihren Kindern in irgendeinen Film latschen oder da halt rein wollen, weil die Kinder da irgendwie sagen, oh, da geht's um knuffigen Bären und sich die Eltern halt nicht mal die Mühe machen, sich irgendwie den 1,30 Trailer anzugucken. Das finde ich bitter. Das sollte doch irgendwie so Mindestvoraussetzung sein, wenn man sich irgendwie um seine Kinder kümmert, oder? Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Käme mir irgendwie nie in den Sinn, mein nicht vorhandenes Kind, aber wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dann zu sagen, ja klar, ich gehe mit dir da rein, ist mir halt scheißegal. Beziehungsweise auch so, was hältst du von Suicide Squad? Ehrlich, das habe ich gerade eine Viertelstunde lang und breit erklärt. Falls du da noch nicht eingeschaltet hattest, die Folge kommt demnächst auf YouTube, dann kannst du es dir da nochmal angucken. Aber ich erkläre es jetzt nicht noch alles mal. Nicht alles nochmal. Nee, aber es ist halt auch irgendwie grundsätzlich, so würde ich mich halt schon zumindest ne, grob informieren, was mein Kind da irgendwie machen will. Oder was mein Kind gucken will. Videospiele ist genau das gleiche Thema. So, ich meine, ne? Ob man sich dann halt über die USK hinwegsetzt oder nicht, ist halt eine Sache. Aber wenn ich meinem Kind ein Spiel kaufe, gucke ich zumindest mal, worum geht's da, was passiert da und entscheide dann im Zweifelsfall selber, ob das angebracht ist oder nicht. So. Ja, mein Neffe hat mit 11 Call of Duty gespielt. Ja,
Das ist, ich meine, man kann es als Elternteil natürlich auch nicht 100% überwachen. Mal im Ernst, ich habe halt auch mit, keine Ahnung, irgendwie, frag mich nicht, wie alt ich war, auf jeden Fall war ich für Duke Nukem 3D deutlich zu jung. Keine Frage. Aber, ne, das kann man als Elternteil eben auch nicht 100% überwachen. Und prinzipiell ist das auch alles nicht hochdramatisch in geringen Ausmaßen, aber so prinzipiell, zumindest den Teil, den man als Elternteil im Auge behalten kann, da sollte man dann eben nicht einfach nur sagen, ja, ja, passt schon, sondern schau mal irgendwie vielleicht gucken, was da abgeht. Suicide Squad, der Film über einen Sportler, der so lange Kniebeugen macht, bis er an Knieversagen stirbt. Ich dachte, ich ignoriere den Tippfehler mal eben, aber großartig, ja. Suicide Squad mit T ist auch gleichzeitig noch Schleichwerbung für Squatty Potty. Finde ich super. Ah, jetzt sehe ich gerade Swiss Army Man, um nochmal komplett das Thema zu wechseln. Kommt in Deutschland in der Tat erst am 13.10. Verrückt. Der ist in den USA schon lange draußen, glaube ich. Aber das ist ja jetzt auch keine große Überraschung, dass die Filme bei uns dann irgendwie deutlich später kommen. So, ansonsten, wie schon erwähnt, dass die Runs ewig lange dauern. Das ist so. Ich wünschte, ich hätte noch Kaffee, aber den habe ich ausgetrunken. Und wo waren wir stehen geblieben, thematisch? Ach, wir waren von Film zu Videospielen übergeschwenkt. Ja. Aber nee, das Thema ist, glaube ich, auch einfach durch. Also, wie hoch ist deine Motivation? Meine Motivation zu was? Meine Motivation, Clicker Heroes zu spielen? Meine Motivation, jetzt nach draußen zu gehen, den Stream sausen zu lassen und einfach eine Stunde zu skaten? Spielst du noch Stardew Valley? Ja, wenn ich hier mit der Aufnahme durch bin, definitiv. Meine Motivation zu Clicker Heroes. Ah. Was zur Hölle. Manchmal wünschte ich einfach, ich... Das ist der Charaktereditor für Woken? Verdammt, da muss ich da doch nochmal reingucken. Meine Motivation zu Clicker Heroes ist im Moment sehr zwiespältig. Ich finde den Anfang einer es ist irgendwie so komplett umgeschlagen. Ich hatte ja, keine Ahnung, vor 2-3 Wochen oder so mal gesagt, dass ich eigentlich erstaunlicherweise gerade den Anfang einer Transcension irgendwie sehr motivierend finde. Und dass hinten raus dann irgendwie, oder das Ende einer Transcension eher irgendwie nicht so, das ist jetzt irgendwie komplett umgeschlagen. In, boah, der Anfang einer Transcension geht mir halt ultra auf den Sack, also ultra auf den Sack ist auch übertrieben. Aber ist so eher nervig, sagen wir es mal so, weil es ist so, ach, es passiert einfach nichts. Es passiert wirklich noch weniger als sonst schon in Clicker Heroes und das ist auch eh schon nicht viel. Und das ist im Moment so, oh nee, aber wenn man dann erstmal wieder Ancient Souls bekommt oder sich da hinarbeitet, dass man an dem Punkt ist, dass man Ancient Souls wieder sich erarbeitet und auch ein bisschen guckt, okay, mache ich jetzt eine Merc Ascension, schicke ich meine Söldner jetzt tatsächlich noch auf eine lange Quest oder will ich demnächst transcenden und nehme dann eher eine kurze Quest, dies und das und jenes. Da muss man halt mal gucken. Das finde ich dann schon wieder eher interessant. Also es ist im Moment so... Ja, also gerade so an dem Punkt, wo ich im Moment bin, ist es eher so, ich könnte mir spannendere Sachen vorstellen. Deswegen bin ich auch irgendwie immer ganz glücklich, nochmal so eine Folge im Stream zu machen, gerade am Anfang von der Transcension, wo ich dann eben nicht so wahnsinnig viel übers Spiel rede, sondern auch ein bisschen mit dem Chat quatschen kann. Holy shit. Charaktereditor ist mal nice. Ja, nur wo es gerade unten durch den Chat scrollt. Woken, ich weiß gerade gar nicht, wie man es richtig ausspricht, ehrlich gesagt.
wird so ein Hack and Slay, also so, oder Action-RPG oder je nachdem, so ein bisschen im Diablo-Stil, aber in der Unreal Engine, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil aus Prinzip halt alles in der Unreal 4 Engine ist. Aber das, da werde ich definitiv auch noch irgendwann was zu machen, aber das ist im Moment noch im Early Access, das ist im Moment, glaube ich, sogar noch Alpha-Phase, ne? Das ist mir irgendwie noch ein bisschen zu früh. Aber da kommt definitiv auch irgendwas. Und man weiß ja leider, dass bei, genau, ne? Rockerlocke sagt es schon im Chat, man weiß ja leider, dass nichts Neues mehr kommt bei Clicker Heroes. Clicker Heroes 2 ist dann eben der nächste Punkt. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich hoffe ja immer noch, habe ich ja neulich auch schon irgendwann gesagt, dass Clicker Heroes 2 einfach so ein bisschen das uneheliche Kind aus Clicker Heroes und Crusaders of the Lost Isles wird. Wir brauchen Items. Wir brauchen Items für die Helden. Das wäre schon so geil. Würde mich richtig freuen. Irgendwie Items wären schon... Aber das ist ja auch eh so ein Punkt, wo man mich total mit irgendwie anfixen kann. Hey, du kannst irgendwie super billig Monster kloppen und kriegst Items. Es ist dann... Ich bin auch die ganze Zeit im Überlegen, ob man ein Idle-Game so im Diablo-Stil machen könnte. Also Crusaders ist ja da schon sehr, sehr nahe dran, wenn wir ehrlich sind. Crusaders of the Lost Idols ist quasi ein Action-RPG als Idle-Game, mehr oder minder. Weswegen ich es, glaube ich, auch so großartig finde. Aber da prinzipiell... Ich überlege gerade, dass... Da könnte man irgendwie super viel draus machen. Mit irgendwie noch mehr Loot, also vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig viele Helden wie jetzt hier bei Clicker Heroes, sondern eher, ja, so, keine Ahnung, 15 bis 25 irgendwie so um den Dreh. Dafür mehr Rüstungsslots, also schon so die Standard-Rüstungsslots mit irgendwie Helm, Rüstung, Gürtel, Handschuhe, Stiefel, meinetwegen noch Ring und ein Amulett oder so dazu. Und dann schon, dass die irgendwie verschiedene Sachen noch machen, verschiedene Upgrades haben, sich aber grob in Klassen unterteilen lassen, sodass man zwischen den Helden gegebenenfalls auch Items switchen kann. Wenn man irgendwie was findet und sagt, okay, das fände, okay, neues Item, das fände ich auf dem Helden cool, dann habe ich das über, das packe ich dann stattdessen dahin. Das wäre irgendwie ganz nice. Und dann, dass man eben, ja, halt letztendlich dann automatisiert verschiedene Dungeons abläuft und entsprechend auch Bossgegner hat. Das hat Potenzial. Beziehungsweise das hat nicht Potenzial, also das hat natürlich auch Potenzial, aber das kann man eben locker. Das würde gut funktionieren, glaube ich. Also braucht natürlich viel, viel Balancing. Schau dir Nonstop Night an. Okay. Und Dungeons of Derp wird mir da gerade noch gelingt. Die gucke ich mir bei Gelegenheit mal an, auf jeden Fall. Vielleicht ist das genau das, worüber ich spreche und es existiert bereits. Kann gut sein, weiß ich nicht. Es gibt ja ungefähr 3 Milliarden Idle Games und ich kenne halt auch nur einen Bruchteil davon. Von daher mal gucken. Schreibt das mal alles auf. Irgendwann habe ich wieder Zeit zum Coden. Ja, ich frage nächstes Jahr nochmal, ne? ja, aber grundsätzlich... Na, gucken wir mal. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Die beiden, ich notiere mir jetzt auf jeden Fall erstmal irgendwo mehr Idle, weniger Game. Mehr Loot, mehr Gegner, mehr Helden, mehr... Ah, mal gucken. Wo schreibe ich mir denn das jetzt mal auf gerade? Gott, ich habe so überlegt, so Gott, ich kann gerade kein Fenster aufmachen, ohne dass es jetzt im Stream total drin rumhängt und alles irgendwie ungünstig ist und in der Aufnahme. Aber Zettel... Zettel gewinnt. Und da ich einen reichhaltigen Vorrat an angespitzten Bleistiften besitze, muss ich jetzt nur noch mal ganz kurz zurückscrollen. Wie hieß der Spaß?
Dungeons of Derp. Und, Alter, kann das mal nicht wegscrollen. Das fände ich super. Und, bin ich jetzt schon zu weit? Bin ich schon. Und Nonstop Night, okay. So, sehr schön. Mehr Zeit in den Sand setzen. Ich wurde noch gefragt, Crusaders of the Lost Clicker Heroes Diablo 24. Ja, genau. Ich wurde noch gefragt, wie viele Stunden ich schon in Clicker Heroes versenkt habe. Ich kann es leider nicht sagen. Ich spiele es ja am Browser. Und im Gegensatz zu Steam hat der ja keine Anzeigefunktion, wie viele Stunden man da das Spiel schon aufgehabt hat. Von daher kann ich das leider nicht nachvollziehen. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, ist zu viele. Auf jeden Fall zu viele. Aber das ist jetzt nicht so unbedingt die Überraschung. So, hat jemand eine Ahnung, wie lange die Folge schon geht? Ich habe vergessen zu gucken, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Aber halbe Stunde ungefähr, ne? Kommt hin, glaube ich. Von daher würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Ja, das geht. Statistik. Stimmt, ich könnte in die Statistik gucken, wie lange die Ascension schon läuft. Das ist eine ganz gute Idee. Die habe ich ein bisschen angefangen, bevor wir aufgenommen haben. Ja, halbe Stunde kommt ungefähr hin. Gott. Mehr Idle RPGs. Hilfe. Ja. Es ist wieder Spargelzeit. Nein, ich bin mal raus, zumindest für diese Folge. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Im Stream geht es natürlich gleich noch weiter. Ansonsten, wenn ihr auf YouTube zuguckt, vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag wünsche ich noch. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und